Willkommen zurück zu einer weiteren Folge StarCraft. Hier auf der Brücke haben wir gleich ein paar Gespräche, aber ich fange mit der Brücke als letztes an. Wir gehen erstmal zum Solarkern. Wir können mit Phoenix nochmal neu reden. Cybros kann den Zerg nicht lange widerstehen. Wir sollten uns beeilen, wenn wir die Richter noch retten wollen. Ich brauche euren ehrlichen Rat, Phoenix. Glaubt ihr, dass die Richter sich uns anschließen werden? Ich weiß es nicht. Es könnte sein, dass sie zornig und verbittert sind, aufgrund der Taten unserer Vorfahren. Die Dalelam sind nicht die Konklave. Ein gemeinsames Ziel vereint uns wie niemals zuvor. Und daher muss es den Richtern erlaubt sein, ihr eigenes Schicksal zu wählen. Ohne Freiheit kann ein Volk kontrolliert, aber niemals vereinigt werden. Das ist wahr. Und doch können die Erstgeborenen nicht noch einen anderen Feind gebrauchen. Und ich glaube daran, dass ihr euch keinen weiteren machen werdet. Eure Taten entscheiden über die Zukunft der Templer wie auch der Richter. Aber es ist an der Zeit zu handeln, Irak. Ihr habt recht. Der Pfad, der vor uns liegt, ist schwer, aber notwendig. Ich danke euch, mein Freund. Okay, wir können noch mal mit Karak sprechen. Euer Plan ist aufgegangen, Karax. Der Stasisschirm ist deaktiviert. Jetzt müssen wir schnell handeln. Wenn wir Cybros aktivieren, sollte sich die Kampfstation selbst verteidigen können. Und die Richter? Sie waren Jahrtausende lang inaktiv. Es ist möglich, dass sie immer noch Groll gegen unseresgleichen hegen. Wenn sie sich gegen uns wenden, werden wir sie bekämpfen müssen. Wir fügten ihnen schon einmal Unrecht zu, weil wir nicht verstanden, was wir erschaffen hatten. Diese Persönlichkeiten mögen Replikationen sein, doch sie sind lebendig. Nach all der Zeit, die ich mit Phoenix verbracht habe, teile ich eure Ansicht. Okay, dann gehen wir in die Solarkernkonsole. Denn wir haben wieder 20 Pünktchen, die wir verteilen können. Jetzt dürfte das doch reichen, oder? Genau, kriegen wir wieder unseren Superpylon. Und den Rest hauen wir für die Startversorgung raus. Und wir haben trotzdem Phoenix. So. Dann gehen wir mal in den Kriegsrat. Hirash, meine Späher verfolgen die Bewegungen der Goldenen Armada. Okay, woran zu? Warum wurde für Cybros ausgerechnet die Umlaufbahn von Endion ausgewählt? Endion ist seit Jahrtausenden ein Rückzugsort für Forschung. Protoss Gelehrte suchten diesen Planeten auf, um fernab von jeglichen politischen Angelegenheiten ungestört nach Technologien zu forschen, die dem gesamten Imperium von Nutzen sein würden. Hier wurde ursprünglich die Psi-Matrix entwickelt. Als entschieden wurde, die Richter zu deaktivieren, wurden sie zu einem Symbol unseres technologischen Fortschritts, doch auch der damit verbundenen Gefahren. Deshalb wurden sie in die Nähe einer Forschungskolonie gebracht? Was wäre besser geeignet als ein Ort, an dem unsere besten Wissenschaftler lebten und unermüdlich daran arbeiteten, das Cybros umgebende Stasisfeld zu verbessern? Wie viele Einwohner hatte die Welt unter uns? 800.000 Kalai und ein Kontingent Templer. Ich kann nur hoffen, dass ihr Tod kurz und schmerzlos war. Oha. Gut, dann gucken Neue wir uns jetzt mal. Neue robotische Belagerungstechnik ist eingetroffen, Hirash. Bitte trefft eure Auswahl. Okay, gucken wir uns erstmal bei den Injektoren an. Anhand von Alaraks Spezifikationen haben wir neue Taldarin-Roboter konstruiert. Lasst uns hoffen, dass seine Angaben vollständig waren. Kampfkraftverstärker. Ah. Nee, ich bleib lieber bei den Injektoren. So, gucken wir überall nochmal durch. Hier gibt's nichts Neues, bei denen auch nicht. Kann Klippen hinauf und heruntersteigen. Angriffe setzen den Boden in Brand und fügen gegnerischen Bodeneinheiten so mehr Schaden zu. Sieht auf jeden Fall schon mal cool aus. Ach, die Scarabs. Ja, Scarabs sind eigentlich auch cool. Sind halt eher Belagerungspanzer.
baut automatisch Scarabs, die explodieren und in der Nähe der Umgebung ziel Flächenschaden verursachen. Bäumen Bonusschaden zu. Ich denke mal, ich bleib eher beim Koloss als erstes. Oh, die wurden aber technisch gut aufgesetzt. Gut, behalten wir erstmal den Koloss und dann reden wir mal mit Alarak. Kann ich davon ausgehen, dass ihr diese mechanischen Krieger an euren Willen binden wollt? Ihnen wird ihr freier Wille gelassen, genau wie Phoenix. Sie zu versklaven war der Grund für ihre Revolte. Euer einfältiger Idealismus strapaziert meine Geduld. Idealismus? Sie sind den größten Helden unserer Geschichte nachempfunden. Wir versuchen, euer Volk vom Malaschs Joch zu befreien. Und ihr trachtet danach, meines zu unterwerfen? Freiheit ist mir gleichgültig. Sie macht dein Volk nur schwach. Ich werde Malasch vom Thron stoßen und meine Untertanen vor dem Untergang bewahren. Aber frei werden sie nicht sein. Sie werden mir dienen. Freiheit ist nichts als eine Täuschung der Machtlosen durch die Mächtigen. Ihr sprecht wie Amon. Ändert dies, wenn euch euer Leben lieb ist. Setzt diese Phoenix-Maschine als den neuen Exekutor der Richter ein und benutzt sie als die Instrumente der Zerstörung, als die sie erschaffen wurden. Oha. Na gut, gehen wir jetzt mal in die Mission. Nach der Deaktivierung des Stasis-Schirms haben die Zerg begonnen, sich auf der Oberfläche von Cybros auszubreiten. Es bleibt nicht viel Zeit, die Richter in Sicherheit zu bringen. Eure Templer sind bereit, Hierarch. Gebt den Befehl und wir werden Cybros zurückerobern. Gut, dann erteile ich jetzt hiermit den Befehl. Sie müssen nicht alle Gegner vernichten, um die Mission abzuschließen. Gehen Sie sparsam mit Ihren Streitkräften um und konzentrieren Sie sich auf die wichtigen Ziele. Okay. Kommen die jetzt in unbegrenzter Anzahl? Die Zerg sind wahrhaftig so zäh, wie es die Archive berichten. Ihre Verseuchung breitet sich schon auf der Oberfläche aus. Und Amons Hybriden haben begonnen, die Schwarmstücke zu verstärken. Wir müssen auf den Beistand der Richter hoffen, wenn wir siegen wollen. In der Tat. Laut den Konstruktionsplänen wird Cybros von 4 unabhängigen Quadranten mit Energie versorgt. Die Energiezufuhr zu jedem Quadranten wird durch 3 Nulltransistoren unterbrochen. Wenn es uns gelingt, alle Transistoren eines Quadranten zu neutralisieren, sollte zumindest ein Teil der Richter aktiviert werden. Wir müssen ein wachsames Auge auf die Kernmatrix haben. Wenn sie fällt, fällt Cybros mit ihr. Okay. Als erstes Drohnen. Gut. Wir sollten die Nulltransistoren ausfindig machen, sobald es sicher ist, Hierarch. Altaris, in der Nähe der Kernmatrix stehen deaktivierte Kanonen. Wenn wir sie mit Energie versorgen, könnten wir diese Position effektiv verteidigen. Na gut, dann machen wir das mal. Ich existiere, um zu dienen. Das ist gut. So, lass ich dich mal kurz unten stehen und mach mir hier mal kurz weitere. Ich muss ja nur die Kernmatrix verteidigen. Gewährt mir den Tod. Und ja. So, dafür fehlt eine Schmiede, die wir nicht haben. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Das ist nicht so gut. Da einmal einen hin. Und dort einmal einen hin. Hat alles so seine Richtigkeit und dann gehst du jetzt wieder hoch. Dupdi 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 du.
Gut, hier werden noch Sonden produziert. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Huch. Jetzt habe ich die Sonde verloren auszusehen. Gut, dann heißt es jetzt wieder Ressourcen sammeln. Und ich bräuchte hier dann auch nochmal einen zweiten Pylon, aber da hole ich mir gleich den von meinen, wenn die Energie soweit ist. Dann sparen wir uns die Ressourcen. Das, was wir definitiv auch nochmal brauchen, sind Vespin-Geysire. Mensch, was mache ich denn hier? Okay, gut. Und den nächsten. Der automatisch abtransportiert. Aber die brauchen wir ja gleich für die ganzen Truppen. Sonst kann hier keiner rauf. Die müssen schon mit Flugeinheiten kommen, ne? Ja. Wollen wir mal nicht hoffen, dass sie mit Flugeinheiten kommen. Weil den hätte ich ja ein Problem. Aber hier setzen wir uns jetzt noch den zweiten Pylon hin. Und haben auch gleich damit ein bisschen mehr Defense. Eine Streikmacht der Zerg bereitet sich vor, die Kernmatrix anzugreifen. Verteidigt sie! Ja, bin dabei. Bis in den Tod. So, stellen wir euch mal ein Stück runter. Wir werden für unsere Sünden büßen. Mhm. Dürften eigentlich genug hier stehen haben. Hoffe ich mal. Ah, da kommst du schon. Schickt mich in die Schlacht. Jawohl, der Todgeweihte hat alles allein gemacht. Einmal schossen und dann. Nice. Gut. Wir brauchen jetzt nur noch drei Sonden und jetzt können wir eigentlich auch unten weiter aufbauen. Wir haben jetzt auch ein bisschen Ressourcen rumflattern hier. Ja, aber ohne Schmiede geht das schon mal gar nicht. Also, echt. Wir brauchen noch eine Schmiede. So. Phoenix haben wir zum Notfall jetzt auch bereit. Und einen Kybernetik-Kern haben wir auch nicht. Gut. Dann den Kybernetik-Kern als zweites. Wir sollten ausrücken und die Nulltransistoren zerstören. Die Richter werden die Zerg angreifen und sie von der Matrix fernhalten. Ja. Gut, wir bauen aber trotzdem erstmal auf, würde ich sagen. Ist das Schlauste, was wir machen können. So, und hier auch nochmal einen hinter. Oh, Bonus hier. Ich registriere einen selbstständig erwachenden Richter. Wartet, etwas stimmt nicht. Die KI handelt eigenmächtig. Sein Solarit-Speichergefüge ist instabil geworden. Der Schaden ist irreversibel. Lasst uns ihn deaktivieren, so können wir zumindest sein Solarit nutzen. Okay. So, wir brauchen hier noch ein bisschen Technikgebäude. So. Dem Feind im Kampf. Ja, aber das kriegt ihr locker hin hier. Ohne Probleme. Gut, hier hatte ich jetzt noch einen Pylon hingesetzt. Der müsste eigentlich nur noch fertig werden. Das hier war Roboter-Dock. Fehlt mir das von den Templern noch? Das kann hier gleich mit hin. Und das Templer-Archiv fehlt. So. Und Pylon. Gut. Dann fehlt ja eigentlich nur noch der Raumhafen hier. Und dann haben wir eigentlich auch alles. Die Zerg-Gruppen haben auf unsere Strategie reagiert. Sie bewachen nun die Nulltransistoren. Ach, jetzt schon? Okay. Wie na, dann lautet euer Begehr? So, mit der kleinen Sonde stellen wir uns jetzt hier nochmal einen großen Monolithen hin. Hier natürlich auch. Und dann sind die Ressourcen schon fast alle.
hätte aber noch gerne welche. Setze ich mir hier nochmal einen Pylon hin. Sprecht. So. Meine Klinge sehen Sie nicht. Mensch, ich muss mich hier die ganze Zeit räuspern, ist das schlimm, dass ihr das ertragen könnt. So, jetzt nochmal hier den nächsten. Dann bräuchten wir eigentlich nur noch die Schilder erhöhen, durchgängig. Wenn wir auf Bodentruppen bleiben, sind wir deutlich besser beseelt. So, jetzt hier noch ein paar Photonkanonen dran stellen. Die Zerg greifen aus dem Nordosten an. Sie versuchen, den Nexus zu verrennen. Ach, da oben ist ja auch noch mal... Upgrade durchgeführt. Ach, du Heiliger. Ich gehorche. Jetzt bin ich hier unten noch gar nicht fertig. Und er kommt jetzt schon oben. So. Ist jetzt die Frage. Okay, da oben muss ich auch noch dicht machen. Gut. Dann setzen wir mal hier noch eine Schildbatterie ran. Einmal raus hier. Und hier auch noch mal eine. Und ich hoffe, das dürfte reichen. Den einmal nach oben hier. Und dann gucken wir mal hier, ob wir es hier am dichtesten machen. So. Okay. Ihr dürft euch jetzt zu den anderen gesellen. Dann setze ich mir hier eine Schildbatterie hin. Hier eine Schildbatterie. Hier kommt eine Photonkanone, hier eine Photonkanone und dann drei Monolithen. So, und für den fehlt uns noch das Mineral hier. Na gut, die 300 warte ich jetzt noch. Und dann setze ich mir nahe nur noch ein Verstärken. Na, obwohl. Warum sollte ich da jetzt nochmal einen hinsetzen? Mit der Fähigkeit. Ja doch, machen wir mit der Fähigkeit. Oder? Nee. Das ist mir doch ein bisschen zu unsicher. Wir stellen einfach jetzt hier noch einen hin. Und hier noch einen hin. Dann soll ja keiner durchkommen. Ich hoffe, ich muss da nachher nicht durch. Das muss ich wieder freikämpfen. Und dann dürfte das jetzt auch reichen. Ich kämpfe an vorderster Front. Das ist gut. Gut, dann seid ihr jetzt mal meine 2. Ihr seid meine 1. Und du bist meine 3. Na, jetzt habe ich hier die 2 weggemacht. Gut, holen wir uns mal 2 dunkle Eichhörns noch. Durchgeführt. Damit können wir uns dann nochmal was kapern. Und dann wollen wir hier mal angreifen. Da, ein Nulltransistor. Zerstört ihn, damit wir die Energieversorgung wiederherstellen können. Gut, werden wir machen. Ohne zu fragen. So. Alle wieder einsatzbereit und weiter. Basis wird angegriffen. Okay. Ja, aber es sieht gut aus. Nicht ein Kratzer konnte er vermachen. Wie ist das Schicksal? Das ist gut. Wir sind eins. So. Hier nochmal das Mineralienfeld abholen. Und hier jetzt weitergehen. Oh, hast aber ganz schön gut was aufgebaut. Gut, dann holen wir uns hier mal 2 davon.
und... Ah. Okay. Gehen wir erstmal weiter. So. Energiefluss steigt exponentiell an. Es funktioniert. Die Richter werden aktiviert. Energie. Ich bin Exekutor Clolarion. Ich richte mich an den Anführer der Erstgeborenen. Exekutor Clolarion, selbst heute noch sind eure Taten unter allen Templern bekannt. Genug der Schmeichelei. Weshalb sucht ihr die Richter auf? Brüder, ihr wurdet zum Schutze des Imperiums erschaffen. Und doch behandelten wir euch nicht mit der Achtung, die wahren Templern gebührt. Ich ersuche euch, unseren Ahnen ihr Versagen zu verzeihen. Nehmt eure einstige Pflicht wieder auf und schließt euch uns als Gleichgestellte an. Beweist uns, dass ihr die Wahrheit sagt. Ihr werdet uns helfen, diese Bedrohung zu neutralisieren. Erst dann werden wir weiterreden. Vollstrecker! Rückt bis zur feindlichen Basis vor! Richtet diese Invasoren! Okay. Kann er jetzt wirklich los? Die Stunde ist gekommen. Ja, nice. Das war jetzt die feindliche Basis, oder was? Brauche Energie. Naja. So, unser Solarit ist natürlich auch voll. Erstgeborene, ich erinnere mich an Verrat, Tod, inakzeptabel. Upgrade, Basis wird angegriffen. Kommt, Brüder, schließt euch meinem ruhmreichen Kampf an. So, Bonusziel haben wir. Bedauerlich. Karax, unternehmen das Nötige. In Ordnung, Phoenix. Ich werde mich darum kümmern, dass das Solarit mit der gebotenen Vorsicht geborgen wird. Gut, wo geht's hier eigentlich noch lang? Nirgendwo. Wir haben aber hier unten noch ein bisschen was. So. Euch sollte ich mal kurz umworfen. So, und hier natürlich noch zwei davon. Cool. Ja, die Hybriden leiten eine Offensive auf die Kernmatrix ein. Wir müssen unsere Verteidigung verstärken. Okay. So, jetzt ist die Frage, wo gehe ich jetzt nächstes hin? Es fehlen ja noch einige. Ja, hier. Die Leere brennt. Gut. Und weiter. Warum haben sich jetzt meine Einheiten hier einmal gesplittet? Finde ich nicht so dufte. So, habe ich mir einfach mal einen geklaut. Der soll uns hier mal ein bisschen helfen. Gut. Okay, haben wir hier auch alles? Das muss mal weg. Geschwächten wollte ich jetzt nicht haben.
hol ich mir nochmal so ein Hydralisk. Ja, wir kämpfen jetzt auch mit Zerkeinheiten und das können wir so. Ist der Unsrige? Das vergessen erwartet. Gut. Und jetzt fehlt nur noch der letzte. So, holen wir uns hier mal kurz Verstärkung. Holen wir uns nochmal zwei Archons. Ich komme aus dem Schatten. Okay, ich sollte Phoenix holen. Der regelt. Gut. Können wir schon mal weiter. Null-Transistoren zerstört. Station ist auf halber Leistung. Das Vergessen erwartet uns. Hier holen wir uns nochmal das Vespin. Richter! Fremde Kreaturen greifen unser Zuhause an. Rückt aus und eliminiert sie! Wir begegnen dem Feind im Kampf! Hä? Huh? Okay. Und ihr greift jetzt den nächsten an, ne? Supi. Dann gehen wir weiter. Das Vergessen erwartet uns. Ach, jetzt sind wir hier. Okay, gehen wir hier einfach mal durch. Ja, dann geh. Gut. Basis wird angegriffen. Ah, da oben dürfte er aber eigentlich nicht durchkommen. Selbst mit den Hybriden nicht. So, und hier unten ist auch noch einer. Den wollen wir natürlich auch haben. Greife Feind an. Holen wir uns nochmal zwei Kolosse. Und zwei Todgeweihte. Die letzte Gruppe von Null-Transistoren befindet sich hier. So. Gut, und da dann. Einmal hin. Ist blöd, dass wir auf Grieche halt keinen Turm platzieren können, weil sonst könnte ich hier nochmal Truppen ranwerfen. Aber das ist hier so eine nahegelegene Stelle, die nehmen wir mal. Das Feuer des Krieges brennt eins. So. Ich kann aus dem Schwacht. Na, zum Übernehmen kam ich ja jetzt gerade gar nicht wirklich. Das Vergessen. Aber auch so haben wir eine starke Kampfgruppe. Das passt. Der dritte Quadrant ist aktiv. Cybros wird zu 75% mit Energie versorgt. Okay, machen wir mal 100 raus. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. So, hier haben wir den nächsten. Brüder, unsere Zeit ist gekommen. Löscht die fremden Organismen aus. Ausnahmslos. Holen wir uns sogar noch mal Phoenix ran hier. Und versorgen jetzt hier alles mit Energie. Da oben ist der nächste. Den möchte ich haben, den möchte ich haben. Und weiter geht's. Die Kraft ist überwältigend, ja. Es ist soweit. Die Energieversorgung ist vollständig wiederhergestellt. Cybros erwacht. Na denn? Mirage, Cybros hat volle Leistung erreicht. Und die Richter säubern die Station von den Zerg. Kämpft weiter, Brüder. Lasst keine dieser Kreaturen am Leben. Wartet, ich habe die Verbindung zu Cybros System verloren. Die Matrix wird aktiviert. Sie wird schießen. Solarion, was... Beginne Neutralisierung.
Echt? Zerg-Biosignaturen rückläufig. Endions Oberfläche wurde erfolgreich gesäubert. Es ist vorbei. Okay. Fortfahren. Phoenix. Verständigt die Richter. Ich möchte mit ihnen sprechen. Exekutor Clolarion, ihr seid in der dunkelsten Stunde der Erstgeborenen erwacht. Ihr habt uns gezeigt, dass die mächtigen Richter den Ausgang dieses Krieges wenden könnten. Ich bitte euch heute, eure heilige Templerpflicht wahrzunehmen und mit euren Brüdern zu kämpfen. Wie zuvor. Ihr seid genau wie die Konklave. Ihr wollt uns erneut kontrollieren. Nein. Ich möchte unser Versagen wieder gut machen. Ich bin zusammen mit einem der Euren in die Schlacht gezogen. Phoenix. Die Konklave fürchtete euch. Aber sie ist nicht mehr. Ich weiß, dass ihr wahre Templer seid. Wir müssen vereint stehen. Denn einzeln werden wir untergehen. Ich werde mich mit den anderen bewaffnen. Sie beratschlagen. Wenn wir uns euch anschließen, so bitten wir, dass die Entität Phoenix für uns spricht. Wir verstehen vieles nicht in dieser Zeit. Aber solange ihr Wort haltet, Hirach, werden die Richter mit den Erstgeborenen kämpfen. Hirach, es ist mir gelungen, ein neues Nebensystem des Schiffs zu aktivieren. Ihr könnt jetzt im Solarkern einen Blick darauf werfen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Also, wir sehen uns.